Ja, gleiches Loadout, gleiche Challenge. Gleiche Challenge, genau. Jetzt für die Leute hier auf meinem Kanal darf ich hier diesmal das Intro machen. So. Und Genau. zwar spielen wir hier die ARC. So, ja, ARC. So hieß mein alter PS3-Clan. Egal. ARC, Aggressive Recon Challenge in dem Fall. Dazu hat der Roll the Dice mich eingeladen. Ich hätte schon fast gesagt, ich habe dich eingeladen. Genau. Und da spielen wir jetzt hier ein wunderschönes Loadout mit M98B, 3,4-fach und gerade Zugverschluss, dazu die Rex und das Tax. Ja. Da fällt mir ein, ich habe nie ein M98B Review auf meinem Kanal gemacht. Das dürft ihr jetzt so als halben Ersatz dafür sehen. Punkt. Für alle Leute, die noch BF3-Videos vermissen. Und sich fragen, wie die M98B so ist. Nein, ich habe gerade sowas überlebt, dann springe ich über so einen Zaun und bam, Selbstmord. Hey, Fängt also gut an? Sie sind gerade über das WLAN-Kabel gestolpert. Tut mir leid. Heli, Heli, Heli. So, also müssen wir Ja, aggressive spielen, also campen ist ja nicht. das Scope lässt das ja eh eigentlich nur zu. Ach ja, man kann mit allem campen. Die Frage ist bloß, wie erfolgreich man damit ist. So, wir bashen die jetzt hier weg, ey. Ich meine, die Zuschauer müssen ja auch mal die ganze Map sehen. Und nicht immer Ja, nur die erste Stage als Verteidiger. wir müssen es auch am besten richtig schnell machen, also so dass wir das auch noch so auf so ein schönes 10-Minuten-Video Boah, die Rex ist Minuten episch. kriegen. Epische Rex. Rex des Todes. Oh shit, die Diffusen. Oh mein Gott. Was? Mein Gott. Epische Frag-Grenade. Er hat gerade drei Leute geholt. Aber ich habe mir das MCOM-Arm geklaut. Ich bin stolz auf dich. Ich campe hier gerade. Gerade haben wir noch gesagt, es geht nicht. Das geht ja auch nicht. Ja, doch, geht. Muss jetzt einfach wild über die Map laufen. Nein, hab ich nicht getroffen. Ein Tux hin. Wenn das Loader schon ein geiles Tux dabei hat. Ja, ich habe glaube ich auch schon eins aufgestellt. So, ja, wo sind die Gegner? Put, 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 put. Oh, Oh, da hier oben hockt ein sind ganz schön Sniper. Da viele. liegt ein Sniper oben auf den. Er ist tot. Kein Headshot, aber was soll's. Ha! Noch ein. Nee, nee, Hilfe bei Kill 83. Was? Wieso lebt er noch? Oh Gott. Weil er ein Medkit Ja. hatte. Wo ist er? Wo ist er? Ich räche dich. Nee, ich lebe noch. Ach so. Alles gut. Musst du auf die Kopf schießen? Hilf auf Medikit nicht. So. Ja, Ich also wir hatte müssen hier ihn natürlich im mal hier krasse Nahkampf. Cross-Promotion machen, natürlich für den Roll the Dice. Natürlich findet ihr da auch hier den Video-Link bzw. Kanal-Link in der Beschreibung. Der Mit ist der ganz. feinen ersten Folge. Ja, der ist ein ganz cooler Typ und so. Der macht epische Videos. Was machst du eigentlich für Videos? Was hast du für ein Konzept? Ich weiß es gar nicht. Ich habe kein Live-Commentary. Konzept, muss ich sagen. Ich habe schon eine Zeit lang relativ viele Montagen gemacht, dann hatte ich da keinen Bock mehr drauf, weil es mir zu aufwendig war. Waffenreviews habe ich auch mal gemacht. Ja, da hab ich mal eins gesehen, das dachte mir so, okay, aber die kommen ja gar nicht mehr. Oh. Dacht schon, hey, du machst hier mal Konkurrenz oder so, aber nee, alles gut. Nee. Man kann sich ja promoten. Ach ja, das ist das erste Video, seit ich 1000 Abos habe jetzt hier. Oh. Ja, Also dann ist das da ja muss also das man. Tausender-Abo-Special, dein erstes Live-Commentary. Naja, ich glaube, ich muss mir noch irgendein anderes Special überlegen. Das sage ich jetzt einfach mal, ihr dürft euch jetzt hier in den Kommentaren überlegen, was ihr euch als 1000-Abo-Special wünscht, weil ich meine, das ist ja auf den Mist der Abonnenten gewachsen, dass ich die 1000 erreicht habe. Also dürfen die sich auch wünschen, was ihr da machen wollt. Also irgendwas, so, keine Ahnung, Abo zocken oder Real-Life-Treffen wird wohl keiner machen wollen. Nein! Ich bin so dumm, ich bin so dumm, wirklich so dumm! Ich habe zwei Rex-Schüsse in den Goofy reingehaut, ne, nur einer hat getroffen, oder was? Und er dachte, er ist tot, aber er lebt ja noch, geht zum anderen Messer, den, und er kann mich ja das abschießen. Scheiße. Alter, ist 5 zu 3, ey. Das hätte so Ja, easy aber sein können gerade. dafür läuft's ja eigentlich Also doch besser teamtechnisch noch Testerrunde. sehr gut. Was ist? Wieso steht hier ein ZFW? Warum nicht? Das ist hier die Ich wusste Frage. nicht, dass wir hier einen haben. Da ist noch einer. Die Landmine.
habe ich getötet. Das meine ich doch gerne. Landminen sind richtig asoziale Scheißdinger, ja? Ich meine, die haben keine Ehre. Also wenn dann, dann benutzt man wenigstens ein RPG, um Panzer zu töten. Oder ein Gewehr, um einen Soldaten zu töten und nicht so hinterfotzig. Also bitte. Ah ja. Okay, ich musste mal kurz den ZFW ausschalten. Ja, das ist aber jetzt ein Jetzt komme ich aber eigentlich gleich raus, weil das ist ja hier verboten. Das ist ja Aggressive Freaking Challenge. Achso, ja, ist ja nicht Aggressive Heli Challenge. Da darf ich ja nicht Heli fliegen, ist ja. Obwohl interessant wäre schon Snipe in Heli Challenge. Ja, gut, es geht jetzt sehr leicht. Du nimmst einfach einen Attack Heli und hoverst auf 3 Kilometer Höhe. Dann kannst du dich sogar als Gunner eine als Art snipen machen. So. Ich würde hier gerne erstmal einen geilen Secret Spot für die Spawn Bake in diesem Video zeigen. Weil die so episch ist, der Spot. Aber ich komme gerade nicht dazu. Weil der ist ganz woanders als da, wo ich jetzt bin. Fuck. Ah ja, ganz anders als. Einige. Ganz anders als da, wo ich bin. Der Genitiv ist dem Dativ sein Tod. So, jeder, wer in der Schule aufgepasst hat, hat das verstanden. Wer nicht, nicht so schlimm, ihr habt nichts verpasst. Das werden die wenigsten sein. Ja, die meisten sind ja noch in der Schule. Einfach mal euren Deutschlehrer fragen. Einfach mal zu eurem Deutschlehrer sagen, der Dativ ist im Genitiv sein Tod und sein Gesicht angucken. Ich mag die Rex. Die macht Spaß. Ja. Magnum im Handtaschenformat. Boah, das ist der Gegner. Warum ist er nicht tot? Jetzt ja. Halt, verpiss dich. Ja, da ist noch ein Supporter, der ist angeschossen. Hat mir nicht geholfen. Ich wurde revived, aber da kommt noch ein Dings, noch so ein... Ja, da sind noch zwei. Bei dir in der Nähe. Ich meine, ich komme mit der Rex nicht so klar. Weil der erste Schuss trifft immer sehr zuverlässig, aber der zweite trifft normal nicht. Den zweiten Schuss zu setzen ist relativ unzuverlässig, finde ich, bei der Rex. Das geht beim Markt um deutlich besser. Wenn der erste nicht getroffen hat, dann spray ich meistens. Und dann trifft irgendeiner irgendwann mal. Ja, ja, aber einer reicht ja nicht, ist ja 2 Hit. So, was ist denn das jetzt hier? So, weh, die klauen uns einen Panzer. Oh, Gott sei Dank. Sonst wäre das hier wieder... Das ist ja immer das Todes, wenn die hier den Panzer klauen, ey. Ja. Richtig asozial, deswegen mache ich es auch immer, wenn ich im anderen Team bin. Wohl, nee, weiß es meistens nicht. Also, naja, kommt an, wenn das andere Team auf die Nerven geht. Goofy campt im linken Gang. Ja. Ja, ich habe ihn schon einmal getroffen, aber nicht im Kopf. Leute. Der liegt und ich habe ihn nochmal getroffen und er ist nicht tot. Oh. Was? Was soll denn die Scheiße, ey? Wo hat der ein Medikit her? Cheater, Hacker! Ja, wie gesagt, die waren da zu viert. Killassist 63 bei 2 Hits. Alter, ich treffe auf Distanz und dieses Scope halt nichts. Wo ist da der Kopf, ey? Würde mal sagen, ich versuch's auf rechts. Ja, komm, sieht ich vielleicht ein bisschen freier aus. Wieso kann ich da Goofys Namen lesen? Oh, das ist nur so eine MAV. Dann macht das Spawnbergs kaputt, der Sack. Das gehört sich nicht. Wie war das kein Kopfschuss? Wie? Killers ist 91. Brust war es schon mal. Okay, ich pack mal hier ein Beacon hin und hier mein Tux. Dann mach ich mal B-Scharf, wenn ich weiß, wie ich hier in dieses Ding reinkomme. Nee, ich habe kein Bacon mehr, schade. So, jetzt kommen die gleich hier alle um die Ecke. Au, au, au. 9% Leben. Reicht, Dicke. Da ist gerade eine Laterne explodiert. Ist das gut oder schlecht? Oh, ein Panzer, das ist schlecht. Bei ihm kommt es hochgegangen. Wir rücken weiter schnell vor. Hilfe bei Bewegungsmelder. Top. Ja, so muss das. Unser Team ist Boss. Und die sind dann natürlich noch viel mehr Boss als unser Team. Ich werde revived, ey. Das ist einfach ein Segen im BF3, dass man noch revived wird. Ja, vor allem, dass man endlos revived werden kann. Das kann ein Segen und Fluch sein.
Ja, gut, es ist vielleicht ein bisschen zu einfach in BF3, finde ich das schon. Gerade wenn du sowas wie Metro spielst, also die ewigen Revive-Trains. Die können einem schon auf den Sack gehen. Aber wie in BF4 oder so, aber in Heartland ist ja noch schlimmer, wo du nur revived werden kannst, wenn du durch Kugeln in die Brust oder ins Bein gestorben bist. Ja. Aber nicht, wenn du einen Kopfschuss erwischt hast oder von Granaten zerfetzt wurdest. Gut, ich muss sagen, in der Regelfall ist allgemein so ein Stromstoß. Das kann ich ja klug scheißen, ja? Ein Defibrillator ist dafür da, um ein Herz, das aus dem Rhythmus gekommen ist, wieder zu stabilisieren. Nicht um ein stillgestandenes Herz zu reanimieren. Dafür ist eine Herzdruckmassage notwendig. Naja, ich würde mal Da sagen, haben die nach so wohl ein paar Kugeln eindeutig ins nicht im Bein ist was Erste-Hilfe-Kurs anderes für den Führerschein notwendig. aufgepasst. Da haben die, da hat Dyson nicht im Erste-Hilfe-Kurs für den Führerschein aufgepasst. Da lernt man nämlich sowas. Ich habe es zumindest gelernt im Erste-Hilfe-Kurs. Das weiß ich noch davon. Aber stabile Gott, Seitenlage das ist kann ich schon ein nicht mehr. bisschen her. Keine Ahnung. Ja, das ist schon ein bisschen her. Keine Ahnung. Wie lange ist es her? 5 Jahre. Lass mich mal überlegen. 8. Alter Sack. Fahrradführerschein in der Grundschule zählt fein nicht dazu, gell? Nee. Ich habe den halt mit 17 gemacht und Ja, ich auch. das ist Das jetzt 8 Jahre her. Gas bei dir schon mit 17, bei deinem Alter. Ja. Da musst du jetzt ja bestimmt sowas wie, keine Ahnung, 25 sein. Genau, das bin ich. Oh mein Gott. Ich habe sogar noch Dinosaurier erlebt. Du hast Jesus noch persönlich gekreuzigt. Ja. Wie war das? Wissenschaftler sind sich ziemlich einig, dass Jesus ungefähr, was das ist, 4 oder 7 Jahre vor Jesus gelebt haben muss. Vor Christus halt. Boah, ich fand jetzt eine Comic so cool. Bin mal Die kurz an dem Panzer Probleme vorbei. der alten Griechen. Welches Datum haben wir heute? 100 vor Christus. Wer ist Christus? Keine Ahnung. Ich fand den geil. Puh, ich Und im musste kurz besten den Fall nicht Tank aber noch in der disablen. Zeitung das Comic, wo die, weil die Griechen ja Reparationen fordern, kamen so die Trojaner bei ihnen an und haben auch Reparationen fürs trojanische Pferd gefordert. Ah ja, ich schaue mir sowas gerne an. Da hast du den einfach gesnackt, ey. Es tut mir leid. Eigentlich nicht. Ich Aber ich weiß, könnte ich ja so weiß. tun. Mir fehlt das C4 beim Sniper hier, muss ich sagen. Ja, das Den hast du stimmt. dir auch geholt, auf den habe ich auch gerade geschossen. Nur weil du besser bist als ich. Nur schneller. Oh, da oben hockt einer. Ah, das ist ein MAV. Und MAV ist tot. Wie der Panzer mich auch nicht gesehen hat. Bin direkt an ihm Heldenpanzer. vorbeigegangen. Segelt da Goofy? Also das segelt auf jeden Fall Sniper. Ob das Goofy ist, keine Ahnung. Alle auf Goofy-Jagd. Ja, das ist Goofy, aber ich habe ihn nicht in den Kopf getroffen. Und gerade jetzt bräuchte ich wieder C4. Man braucht Ganz immer dringend. C4, weil Plastiksprengstoff ist nie falsch. Warum eigentlich Plastiksprengstoff? Ist es aus Plastik oder ist es einfach plastisch? Das kommt von plastisch, oder? Ich habe keine Ahnung. Das sind wichtige Fragen des Lebens, ey! Oh, warum liegt der mit einer G18 suppressed gegenüber von der MCOM? Ist auch so eine Da Frage liegt des er. Lebens, die ich mir gerade stelle. Ja, der defendet halt. Ja. Der macht die Passive Recon Challenge. Ja, aber das ist ja kein. Ist es Wie überhaupt ein Recon? passiv kannst du sein? How low can you go? War Na, vielleicht liegt er da besser. immer noch? Er liegt da immer noch. Das Beste war doch auf dem Klo irgendwie. Unter der Tür, wo dieser Schlitz ist, so drüber gestanden: Beware of Limbo Dancers. Ach ja, dumme Klosprüche. Auch schon zu viel gelesen in meinem Leben. So, die Runde endet sich, nähert sich dem Ende. Ich, ändert sich Oh. der. Nee. Ändert sich der Nähe, oder was? Nee. Ah, und schon vorbei. Ja, gut, immerhin habe ich hier wenigstens mal positiv gespielt. Das kann ich hochladen. Auch wenn es nicht so actionreich war bei mir. Vierer KD ist so alles gut. Jo, dann schaut bei dem Roll the Dice vorbei und so. Und der Gast hat das Schlusswort.
Von mir gibt es das Schlusswort. Ja, falls euch das gefallen hat, dass wir das zu zweit gemacht haben und ihr vielleicht mehr davon sehen wollt, dann hinterlasst uns das doch in den Kommentaren und zeigt uns das in der Bewertung und ja, bis zum nächsten Dann Mal. machen wir wieder einen Scheiß zusammen. Das könnt ihr jetzt sehen als Belohnung oder als Drohung. Mal schauen. Ciao.